Ja, weißt du, die wirken schon gehen. Also Zürich, 30 Euro, 40 Euro. Weißt du, dass Zürich hatte sehr, sehr Felonie-Haft gehabt vor nur 20 Jahren. Die, zum Beispiel die Fasnacht in Zürich im Iderdorf, das war sehr Felonie-Haft mit Kostümen und die Leute haben sich die größte Mühe gegeben, um so schrill wie möglich zu sein. Und es gab sogar, ich erinnere mich von einem Abendessen im Tobelhof im Zürichberg. Auf der anderen Seite von dem Zürichberg hast du ein Restaurant, wo du das Gefühl hast, du bist auf dem Land. Und ich erinnere, es ist ein Restaurant, das relativ spießt, wo es relativ spießig geht, wo es brav und bürgerlich und ein wenig ländlich, obwohl man immer noch in Zürich oder vielleicht in Gockhausen ist man, aber auf jeden Fall ist man absolut in unmittelbarer Nähe zu Zürich. Und dann sind wir zu 30 gekommen, total 30 Gays aus dem Niederdorf, wir waren einfach total echauffiert von der Stimmung in Niederdorf. Und dann sind wir gekommen, haben wir einen kleinen Zug gemacht. Ja. Durch den Tobelhof. Genau. Das war schön. Das war lustig. Das war wirklich provokant. Das war amüsant. Schön. Gut lachen können. Ja. Haben Sie auch Fasnacht gemacht? Mit dem Film?